Sie werden sicherlich wissen, in Kretscham war früher immer so ein Dreh- und Angelpunkt im Ort. Gerichtbarkeit, dann aber auch als Gaststätte. Und die Oderwitzer haben eine ganz enge Beziehung zu diesem Kretscham, weil eben halt da sehr viele Geschichten damit verbunden sind. Viele ihre Kindheit, Jugend und dann auch letztlich generationenübergreifend dort irgendwo eine Beziehung dazu haben. Und der Verein, der sich 2006 gegründet hat, das sind Leute, die sich selber als Dorfkinder bezeichnen. Also die wollen dort nicht eine Nutzung reinbringen, wo die Leute sagen, das ist jetzt abgehoben, das ist aufgesetzt, sondern die wollen alle Oderwitzer mitnehmen, sowohl die Jungen als auch die Älteren. Und da haben die sich gegründet, haben den Vorteil, dass das Gebäude einer älteren Frau aus Berlin gehört, die das mal gekauft hat, weil sie große Ideen hatte und weil sie dachte, in der Oberlausitz kann man dann vielleicht auch mit so einem Gebäude mal Geld verdienen. Mittlerweile hat sie erkannt, dass dem nicht so ist, aber sie sagt, bevor das verfällt, ich krieg's jetzt sowieso nicht los, ihr könnt da drin schalten und walten. Und das machen die also jetzt auch vom Kretscham e.V. Sind teilweise fachkundige Leute, die sich also mit Architektur und Bauingenieurwesen im Studium befasst haben, also auch wissen, was sie dort tun. Und haben sich also seit 2006 um das Gebäude gekümmert, investiert mit Mitteln, die aus Veranstaltungen generiert wurden. Also es finden 1 bis 2 Veranstaltungen im Jahr statt und die sind aber dann so angelegt, dass tatsächlich dort von 20 bis 60 oder 70 Altersdurchschnitt ist dann doch etwas durchwachsen, alle Leute mit dahin kommen, weil sie eben halt ein Programm bieten, was nicht irgendwie einseitig Technomusik oder Schlager ist, sondern so ein Programm dort geboten wird, dass sich viele angesprochen fühlen und dahin kommen. Und dadurch kommt Geld rein und es ist schon viel passiert. Wir sind ja das letzte Mal mit unserem Zukunftskonvent im Frühjahr dort gewesen, haben eine Veranstaltung durchgeführt und da kann man auch sehen, dass Sanitäreinrichtungen und auch teilweise schon Räumlichkeiten wieder hergerichtet wurden. Und da tut sich also auch was. Also die Vereinsmitglieder haben da viel Herzblut schon reingesteckt und viel, viel Zeit. Was noch gemacht wird, ist, dass man Theaterstücke wieder konzipiert. Es gab wohl ein Theaterstück, was in Oderwitz früher mal ganz, ganz bekannt war. Und das wird jetzt wieder aufgeführt. Und das ist wiederum auch so ein Magnet, der dann die Leute wieder da abholt, wo sie sind, womit sie was anfangen können. Ja, und deswegen haben wir uns eigentlich auch gedacht, das ist ein Objekt, wo schon viel passiert und wo wir denken, auch noch was mit beisteuern zu können. Es gibt jetzt Überlegungen, da auch eine Kunstausstellung mit reinzubringen, dass man also auch noch andere Veranstaltungsformen mit generiert. Das Bild hier zeigt, was sie am Heiligabend machen, weil neben dem Kretscham liegt die Kirche und die Vereinsmitglieder stellen sich also dann vor dem Kirchgang davor, schenken Tee und Glühwein und kommen halt dann Spenden dadurch rein. Also auch eine ganz nette Aktion, wo die Leute vor bzw. nach dem Gottesdienst dann sich nochmal aufwärmen können. Haben hier auch so einen Kalender, wo also jedes Fenster dann mit einer Zahl versehen ist und jeden Tag da in der Adventszeit was passiert. Also ganz viele kreative Ideen.